voll. Wir wollen anfangen. Ganz besonders begrüßen möchte ich als allererstes natürlich die Kameradinnen und Kameraden unserer Einsatzabteilung. Herzlich willkommen. Auch begrüßen möchte ich die Kameraden unserer Alters- und Ehrenabteilung. Zu einem guten Fest gehören natürlich auch Ehrengäste und auch die möchte ich jetzt begrüßen. Als allererstes unseren Bürgermeister Alexander Köhler. Als nächstes, er kommt, glaube ich, etwas später, den Bürgermeister Frank Klein. Den Geschäftsführer der Vitos G GmbH, Herrn Matthias Müller. Und den stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes, Herrn Bernhard Holzapfel. Herr Hagel, jeden Tag hier war unseren Gemeindebrandinspektor Thomas Bahr. Und natürlich auch seine Stellvertreter Jens Schneider und Sven Hergel hinter der Theke. Ebenfalls besonders begrüßen möchte ich, es ist das erste Fest in einer, so richtig, unseren Pfarrer Nils Ritter. Und von der Presse Herrn Dudek vom Eder-Dampf-Radio hier vorne und Herrn Meiser von der HNA. Ebenfalls ganz herzlich begrüßen möchte ich, man sieht es ja hier an den Bannern, unsere vielen Sponsoren, die heute Abend unserer Einladung gefolgt sind. Vielen Dank, dass Sie die Einladung angenommen haben und zu uns nach Heiner gekommen sind. Ja, apropos, was braucht man für so ein gutes Fest? Tolles Wetter, das haben wir. Gute Musik, die bekommen wir später hier von der Big Band Battenberg. Und wir brauchen vor allen Dingen eins, viele Freundinnen und Freunde, die mit uns anstoßen. Ich möchte deshalb heute Abend ganz viele Vereine begrüßen, manche kommen noch ein bisschen später. Trotzdem fangen wir mal an. Zum einen den TSV Heiner. Als nächstes die Nordic Walking Gruppe des TSV Heiner. Unsere Freunde von der Feuerwehr Algerhausen. Und die Feuerwehr Löhlbach. Die Feuerwehr Oberholzhausen. Die Feuerwehr und die Spinnstube aus Römershausen. Die Feuerwehr Battenhausen. Die Feuerwehr und die Trinksportgruppe Kellerwald aus Dodenhausen. Die Feuerwehr Geismar. Gerade noch das eigene Jubiläum gefeiert, heute bei uns zu Gast die Feuerwehr aus Haubern. Ebenfalls aus Haubern die Landjugend. Die Feuerwehr Röttenau. Die Feuerwehr Viermünden. Den Karnevalsverein Gemünden. Karnevalsverein. Den Schützenverein Hohes Lohr. Die SG Bundstrut Heiner Haubern Löber. Wir bleiben in der Bundstrut, nämlich die Feuerwehr aus Grüßen. Später kommt noch die Burschenschaft Grüßen, ich glaube, die machen sich von selbst bemerkbar. Die Feuerwehr aus Seelen. Die Feuerwehr Lehnhausen. Als nächstes, die kommen tatsächlich ein bisschen später, sie treffen gerade ein, die Feuerwehr aus Rosenthal.
Und die habe ich schon gesehen, die Feuerwehr Bad Wildungen. Und es ist ja schon so ein bisschen Tradition geworden bei uns in Heiner. Ganz besonders begrüßen möchte ich die mit der weitesten Anreise, die Feuerwehr Köln. Ja, es ist einfach toll, wenn man sieht, wie viele Vereine zu so einem Fest kommen. Wir haben selber dieses Jahr viele Feste besucht. Den einen oder anderen hat es dazu ein bisschen geschädigt vielleicht, aber es ist toll. Ganz am Anfang meiner Rede habe ich jetzt eine große Bitte. Ich möchte mal alle um ein Handzeichen bitten, die entweder in der Feuerwehr aktiv sind oder in der Burschenschaft oder im Sportverein. Alle mal die Hände hoch, wer ehrenamtlich tätig ist. Ja, liebe Gäste, das, was wir hier sehen, sind viele helfende Hände. Und genau diese helfenden Hände, die brauchen wir. Die brauchen wir, um gut und sicher leben zu können. Wir alle kommen in unserem Leben mal in eine Situation, wo man eine helfende Hand braucht. Ich persönlich möchte mir ein Leben ohne genau diese helfenden Hände der Feuerwehr, der Sportverein, der Burschenschaften gar nicht vorstellen. Was wäre denn ein Sportverein ohne einen Jugendtrainer oder ein Karnevalsverein ohne sein Elferrat oder eben eine Feuerwehr ohne Einsatzkräfte? Nichts. Wir alle brauchen helfende Hände und genau diesen Aspekt haben wir bei unserem Fest dieses Jahr mit reingenommen. Natürlich wollen wir an diesem Wochenende 90 Jahre großes Jubiläum feiern. Man wird ja schließlich nicht jeden Tag 90, aber, und das steht heute und insbesondere morgen im Mittelpunkt bei unserer Blaulichtstraße, wir wollen alle die feiern, die sich ehrenamtlich für andere Menschen einsetzen, die anderen Menschen helfen. Und darum soll es heute Abend gehen. Egal ob als Polizist, als Feuerwehrmann oder als Rettungssanitäter. Wir feiern heute die, die Leben retten, die ihre helfende Hand ausstrecken. Und genau euch allen, die jetzt eben gerade die Hand gehoben haben, euch gehört dieses Fest heute. Und ich bin der festen Überzeugung, wir werden auch in den nächsten Jahren viele helfende Hände brauchen. Und wir werden sie haben. Ich glaube, im Ergebnis haben sich das auch die Menschen vor 90 Jahren gedacht, als sie am 15. Februar 1934 in der Gaststätte Geiz in Heiner die Feuerwehr gegründet haben. Seit über 90 Jahren leisten die Kameradinnen und Kameraden ihren wertvollen ehrenamtlichen Dienst für die Bevölkerung. Damals diente die Feuerwehr hauptsächlich dem Brandschutz. Heute mittlerweile ist der Aufgabenkatalog so breit geworden, dass man es kaum noch stemmen kann. Umweltkatastrophen, Autounfälle, Personensuche, ihr alle von der Feuerwehr erfüllt diesen Dienst ohne Wenn und Aber. Und es braucht vor allem eins, Zeit. Ihr alle, ihr opfert eure Freizeit für andere Menschen und dafür habt ihr aus meiner Sicht alle einen großen Applaus verdient. Freut mich, dass schon so viele da sind. Ein eloquenterer und schlauerer Mann als ich hat mal gesagt, in der Kürze liegt die Würze. Deswegen schließe ich mich dem Dank einfach nur an alle, die das Fest möglich gemacht haben und noch möglich machen. Morgen geht es ja noch weiter. Und weil er selber nicht konnte, spreche ich im Namen der Einsatzabteilung meinen Dank dem Vorsitzenden Florian Happel aus für die Arbeit, die er in den letzten anderthalb Jahren schon geleistet hat. Und was wir hier alles auffahren konnten an dem Fest. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend, viel Spaß und gut essen und gut rum. Dankeschön. Ja, mache ich. Lieber Florian, ich darf dir aber gratulieren und zwar nicht nur zu 90 Jahren Feuerwehr Heiner, sondern ich darf dir gratulieren zu dem, was du mit deinem Orga-Team hier schon geleistet hast. Wenn man hier heute Nachmittag gewesen ist, hat den Spielparcours gesehen, hat das Festzelt gesehen, hat die vielen Helfer gesehen, hat die Euphorie gesehen, die hier mitspielt, dann muss ich dir sagen, alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht und das Wetter passt auch noch. Aber ich möchte natürlich die Grußworte loswerden und ich überbringe die Grüße des Gemeindevorstandes. Und diese Grüße des Gemeindevorstandes sind immer mit einem riesengroßen Dank verbunden. Und zwar ein Dank an alle Feuerwehrkameradinnen und Kameraden. Heute Abend natürlich in erster Linie von Heiner. Aber ich glaube, es gilt für alle. Und du hast es ja eben gesagt, 24/7 seid ihr für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger da. Und dafür ein ganz herzliches Dankeschön und hoffentlich nochmal einen riesengroßen Applaus.
Ich erspare euch auch noch drei weitere Reden, indem ich nämlich die Grußworte auch vom ersten Kreisbeigeordneten des Landkreises, Herrn Karl Friedrich Wesel, überbringen darf. Er lässt sich entschuldigen, hat eine andere Feier, wäre aber wirklich sehr gerne gekommen und das nehme ich ihm auch ab. Er hat sich sofort bei mir gemeldet und hat gesagt, ich möchte das doch bitte stellvertretend tun, was ich hiermit auch getan habe. Frank Klein, du hast es vorweggenommen, kommt heute Abend nicht, hat sich aber auch nur für morgen angemeldet. Aber da hier jetzt der Kommers ist, überbringe ich auch seine Dankesgrüße und auch die vom Kollegen aus Burgwald, von Lothar Koch. Er wäre morgen gerne gekommen, hat er dir, glaube ich, auch geschrieben und hat euch ein tolles Angebot gemacht. Vielleicht kommt er als Feuerwehrkameraden drauf zurück. Ja, das waren schon die Grußworte. Eins habe ich noch vergessen, auch vom Ministerium darf ich schöne Grüße stellen. Das ist von dem Herrn Kraus, der ist für die Fördergelder zuständig und da hoffen wir, dass wir zu ihm noch einen ganz, ganz heißen Draht in den nächsten Monaten bekommen, damit wir für die Sanierung des Feuerwehrhauses und für die neuen Fahrzeuge, die ja anstehen, dann auch relativ gute Fördergelder bekommen. Und alles in allem ist es immer schöner, einen Onkel zu haben, der was mitbringt, als eine Tante, die Klavier spielt. Florian, komm hoch, ich will dir natürlich auch noch was überreichen. Vielen Dank. Das ist für die Arbeit. Dankeschön. Und ich glaube, die Lena hat auch noch was für. Lena, die Worte soll ich übernehmen. Ich muss jetzt mal ganz kurz was erklären. Also wer von euch will denn morgen auch noch kommen zur Feuerwehrstraße? Die Hände müssen hoch. Natürlich kommt ihr morgen alle nochmal. Und morgen haben wir hier eine ganz besondere Aktion. Der Florian, der hat ja schon ein breites Kreuz. Kreuz. Und der kriegt jetzt ein T-Shirt an und auf dem T-Shirt dürft ihr euch morgen alle verewigen und dürft da auch einen Preis draufschreiben und den müsst ihr dann natürlich hinten entrichten und dafür gibt es dann Bier, solange wie das Geld reicht, was auf dem T-Shirt drauf ist. Ihr seht, dass, also über die Farbe des T-Shirts kann man sich streiten, aber die Größe ist einmalig, also da passt viel drauf. Bringt also morgen Geld mit, tragt euch ein und dann wünsche ich euch heute Abend einen heißen Abend mit toller Musik, viel Spaß und morgen auch eine ganz tolle Blaulichtstraße hier bei uns. Herzlichen Dank. Wir nutzen mit dem Bernhard und mit unserem Bürgermeister zusammen eine Ehrung zu vollziehen. Und da es eine staatliche Ehrung ist, würde ich den Bernhard in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender des Kreisfeuerbandes diese Ehrung zu vollziehen. Ja. Ich möchte hier eine Ehrung vornehmen im Namen des Hessischen Ministeriums für Inneren, Sicherheit und Heimatschutz an einen verdienten Feuerwehrkameraden, der von den 90 Jahren Heiner schon 40 Jahre abgeleistet hat und deshalb auch diese Ehrung verdient hat. Ich möchte mal die Verleihungsurkunde vorlesen. Verleihungsurkunde. Im Namen des Hessischen Ministerpräsidenten verleihe ich Herrn Frank Wölk das goldene Brandschutz-Ehrenzeichen am Bande für 40 Jahre aktive und pflichttreue Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr. Unterschrieben Professor Roman Posek, Staatsminister. Herzlichen Dank dafür, herzlichen Dank dem Feuerwehrverein mit den vielen helfenden Händen, der Vorsitzende hat es angesprochen. Natürlich auch vielen Dank an die Einsatzabteilung, die 24/7 bereitsteht, um Menschen in Not zu helfen. Und ganz besonders herzlichen Dank an die Jugendabteilung, die Jugendfeuerwehr, die in den letzten Jahren oder Jahrzehnten schon immer mit ihren guten Ergebnissen hier in Waldeck-Frankenberg oder über Waldeck-Frankenberg hinaus brilliert. Deshalb feiert ein schönes Fest, habt Spaß, schönen Dank.
klappt ja schon wunderbar. So, Prost! Aber danke.